die auch so süß wie du? Nix ist so süß wie ich. Es darf wieder gelacht werden. Seit 2014 begeistert der Leobner Schauspielverein Delektors ihr Publikum und bringt jedes Jahr ein Stück auf die Bühne. Das Herz des Vereins ist Publikumsliebling Marco Lulay. Seit der Gründung führt er nicht nur Regie und steht selbst als Schauspieler auf der Bühne, sondern schreibt auch noch die Stücke. Hinter ihm steht ein engagiertes und motiviertes Team. Also das Wichtigste von meiner Seite aus ist, dass alle mitziehen, dass jeder davon überzeugt ist, dass wir eine Einheit sind, ja, und alle alles diesem Ziel unterordnen. So bringt der Verein jedes Jahr mit viel Spielfreude eine Komödie auf die Bühne. Die Handlung ist aus dem Leben gegriffen und mit zahlreichen Pointen gespickt. Also uns ist das Wichtigste, dass gelacht wird, dass gute Stimmung herrscht und vielleicht, dass man sich ein wenig mit dem Stück identifizieren kann. Natürlich erfordert so ein Projekt viel Zeit, Organisation und Engagement. Motivierend ist dabei das gute Gruppenklima und der gemeinsame Spaß des bunt gemischten Ensembles. Wir beginnen meistens so Anfang Juni und wir proben dann doch regelmäßig zweimal in der Woche und wir haben dann einige volle Wochenende, wo wir den ganzen Tag proben. So ist und bleibt das Ziel der Lektors, ihrem Publikum einen fröhlichen und unbeschwerten Abend zu bescheren und es zum Lachen zu bringen. Und das gelingt ihnen bestens. Also den Leuten eine gute Zeit machen und einfach Glück bescheren, wenn man das so sagen kann. Das Schönste ist, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist einfach ein total nettes Gefühl. Da weiß man, wozu man auf der Bühne steht.